Bei mir der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Frau Werther, freut mich. Also die Ukraine bekommt jetzt neue Munition für den Gepard-Panzer und das ist auch nötig, weil die Verluste auch an Material bei der Gegenoffensive an der Front, die sind ja extrem hoch. Reicht das, was wir jetzt Stück für Stück liefern? Die Frage ist, was ist das politische Ziel? Wenn das Ziel ist, die Befreiung der Ukraine in ihren ursprünglichen Grenzen von 1991, müssen wir mehr tun. Aber die Ukraine kämpft ungeheuer tapfer. Ich komme gerade aus der Ukraine. Das ist ein unbedingter Überlebenswille. Jede Familie hat Opfer, sei es Schwerstverwundete oder Gefallene. Und jede Familie ist auch unter Druck, weil Verwandte Häuser verloren haben, Wohnungen verloren haben, auf der Flucht sind. Und deshalb werden wir mehr tun müssen. Und es ist gut, dass endlich die Rüstungsindustrie die politischen Aufträge bekommen hat. Die Rüstungsindustrie war schon vor einem Jahr bereit. Aber das Kanzleramt hat bisher nicht die Aufträge gegeben. Und das ist jetzt zu begrüßen. Sie sprechen das schon an. Also das hat ja ziemlich lange gedauert, bis dann Munition produziert wurde bzw. die Produktion angeschmissen wurde. Wie sind denn Ihre Informationen? Es geht ja nicht nur um die Munition für diesen Panzer. Läuft da mittlerweile alles fix und reibungslos? Naja, die Artilleriemunition, die bisher in sehr geringer Stückzahl in Deutschland hergestellt wurde, wird ab nächstem Jahr auf etwa 400.000 erhöht werden pro Jahr. Von etwa 10.000, 11.000, 12.000, die wir bisher hatten. Da tut sich etwas. Aber viel wichtiger ist, dass die Ukraine Kampfpanzer, Schützenpanzer braucht, dass sie weitreichende Waffen wie Taurus braucht. Es gibt nicht umsonst eine F-16, also eine Kampfflugzeuginitiative, an der sich Deutschland leider nicht beteiligt. Also es muss mehr getan werden, damit die Ukraine ihr Gebiet befreien kann und damit die russischen Truppen sich von der Krim zurückziehen. Denn die Krim ist das Schlüsselgelände. Und wenn dort die russischen Truppen aufgeben müssen, weil sie keine Munition mehr haben, keinen Betriebsstoff, weil eben die Brücken zerstört werden, beispielsweise durch solche weitreichenden Raketen, dann ist auch die Wende da, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Ansonsten hat Russland den Vorteil, das Recht des Stärkeren durchzusetzen. Und das darf nicht sein. Wir müssen die Stärke des Rechts stützen. Sie haben gesagt, Deutschland beteilige sich leider nicht an der F-16-Kampfjet-Koalition. Welche Beteiligung würden Sie denn fordern? Wir haben ja die Jets selber nicht. Ja, Luxemburg hat sie auch nicht und macht mit. Wichtig ist, dass wir Logistik stellen, dass wir Ausbilder stellen könnten, dass wir auch Betriebsstoff zur Verfügung stellen könnten oder auch auf deutschem Boden, auf deutschen Flughäfen die entsprechende Ausbildung stattfinden könnte. Des Weiteren sollten wir auch darüber nachdenken, in einem weiteren Schritt, wenn die F-16 geliefert sind und es erfolgreich ist, dass man auch an andere Systeme wie beispielsweise Eurofighter denkt. Es geht aber nicht nur um einzelne Systeme, es geht um das politische Ziel, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Sie haben gesagt, Sie kommen gerade aus der Ukraine, waren dort vor einige Tage. Wie ist denn Ihr Eindruck, auch im Gespräch mit den Menschen dort vor Ort? Klar, es gibt diese Erfolgsmeldungen von der Gegenoffensive, aber es gibt auch die Meldungen von erheblichen personellen Verlusten. Viele, viele Soldaten, die bereits gefallen sind. Wie geht man damit um? Und ist man da auch in Sorge, dass man genug personellen Nachschub hat? Also ich bin selbst in großer Sorge. Die Ukraine kämpft ungeheuer tapfer. Die Familien arbeiten alle mit. Ich war dabei, wo Großmütter Tarnnetze geflochten haben und traumatisierte Soldaten mitgeholfen haben, Tarnnetze für die Front zu flechten und vieles andere mehr oder Sanitätstaschen zu packen. Aber es muss ganz klar gesagt werden, die Ukraine kämpft unter Umständen, unter die der Bundestag nie Bundeswehrsoldaten hinschicken würde. Und wir müssen begreifen, dass sie mehr, Sie sprachen Gepard-Munition an, mehr Munition, aber auch mehr Luftverteidigung brauchen, weil sie tatsächlich ganze Landstriche entminen, also richtig Minen stochern mit Nadeln, um die Minen zu finden, die dann gesprengt werden, damit die eigenen Truppen einen Vormarsch machen können. Aber sie haben keine Luftüberlegenheit, deswegen braucht man zum Beispiel Kampfflugzeuge oder auch Kampfhubschrauber. Und das muss anders diskutiert werden. In Deutschland fehlt mir die Debatte, die gibt es in anderen Ländern. Was ist das politische Ziel? Und da erwarte ich schon, wir in der Union sagen das, die Grünen und die FDP übrigens auch, die Ukraine muss in ihren Grenzen von 91 gewinnen. Und dazu sollte das Kanzleramt etwas mehr tun mit Blick auf weitreichende Systeme, aber auch unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass der Krieg etwas länger dauern kann und dass die Ukraine unter Umständen kämpft, wo kein deutscher Soldat vom Bundestag hingeschickt werden würde. Sie sprechen ja jetzt ziemlich deutlich Kritik an der SPD an, am Bundeskanzler, am Kanzleramt. Nicht bei der SPD, sondern beim Kanzleramt. Beim Kanzler direkt. Was glauben Sie denn, welche
politische Strategie verfolgt er dann? Sie haben ja gesagt, das politische Ziel ist hier anscheinend nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Was dann? Ja, das ist ja die große Frage. Das verstehen auch seine Koalitionspartner und auch Teile der SPD nicht. Er vermittelt das politische Ziel nicht. Das hat Pistorius als Verteidigungsminister deutlich gemacht. Er hat gesagt, die Ukraine muss gewinnen und Russland verlieren. Ich sage immer, Russland muss verlieren lernen, also das Existenzrecht seiner Nachbarn schlichtweg akzeptieren. Aber das Entscheidende ist, dass die klärenden Worte, die Orientierung, die unsere Bevölkerung sucht, vom Kanzler nicht gegeben werden. Und da gibt es ganz viele Fragezeichen, da will ich nicht spekulieren. Aber wir müssen mehr tun, denn sonst kommen Millionen Menschen aus der Ukraine, weil sie keine Zukunft mehr in ihrem Land sehen. Und das würde unsere Kommunen deutlich überfordern. Roderich Kiesewetter, danke schön für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Werther.